Dobry wieczór, guten Abend, herzlich willkommen zur achten Poniatowski-Vorlesung des Polnischen Instituts Berlin, Filiale Leipzig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, um mit uns den 3. Mai zu feiern. Und damit wir alle genau im Bilde sind, was wir eigentlich feiern, wird uns Professor Igor Konkolewski heute über die Verfassung vom 3. Mai berichten, mit besonderer Berücksichtigung der Sicht der Preußen, der Sachsen und anderer Deutschen in Polen und auch jenseits von Polen. Wir werden also einen besonderen Blick auf diese Verfassung von 1791 bekommen. Vielleicht ein Wort zur Klärung vorneweg noch. Die Poniatowski-Vorlesung erinnert an den Fürsten Józef Poniatowski, der am 7. Mai 1763 geboren wurde in Wien und 1813 am 19. Oktober hier in Leipzig während der Völkerschlacht fiel. Es wird später dann immer mal Stanisław August Poniatowski erwähnt, das war sein Onkel und der letzte Wahlkönig Polens. Nur, dass Sie schon mal über diese Verwandtschaftsverhältnisse Bescheid wissen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Sie auch im Namen der Direktorin unseres Instituts, Frau Marzena Kempowicz, und ich darf Ihnen auch ganz herzliche Grüße des Honorarkonsuls der Republik Polen für Sachsen, Herrn Markus Kopp, ausrichten. Unser institutioneller Partner ist heute das Zentrum für historische Forschung in Berlin, der Polnischen Akademie der Wissenschaften, dessen Direktor uns heute die Ehre erweist, die achte Poniatowski-Vorlesung zu halten. Nochmal ein ganz herzlicher Gruß an Igor Konkolewski. Und musikalisch könnte man das jetzt noch mit einem Sonderzoom nach Pankow unterstreichen, denn der Sitz dieses Zentrums ist in Berlin-Pankow. Aber das auch nur am Rande. Herr Konkolewski ist Universitätsprofessor an der Universität Ermland-Masuren in Olsztyn, Absolvent und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Warschau. Er war Fellow am King's College in London, in den USA, an der University of Wisconsin in Madison, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau, hat mitgewirkt im Expertengremium für das Museum der Geschichte der polnischen Juden, Polin, in Warschau und auch hat er mitvorbereitet die Dauerausstellung des Museums zur Geschichte Polens in Warschau. Noch eine Sache erscheint mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig, nämlich, und hier werde ich anekdotisch, meine Tochter hat sich gestern noch mit mir vorbereitet auf das Thema Vormärz, Paulskirche, Hambacher Fest für eine Klassenarbeit heute. Und in dem sächsischen Lehrbuch kam immerhin an zwei Stellen mal Polen vor, nämlich beim Hambacher Fest, dass da auch Gäste aus Polen waren und dass insgesamt im Völkerfrühling eine Polenbegeisterung bestanden hat. Es ging darum, auch das Wort der Solidarität mit Inhalt zu füllen, der damals 1830 aufkommenden Solidarität zwischen Polen, Deutschen, zwischen all jenen, also auch Franzosen, all jenen Völkern Europas, die sozusagen nach der Freiheit strebten. Für meinen Geschmack war da noch ein bisschen wenig über Polen drin und deswegen hoffe ich, dass wir in Kürze das deutsch-polnische, also das Lehrbuch, das deutsch-polnische Projekt zur europäischen Geschichte, ein Schulbuch in Polen wie in Deutschland in den Verkehr bringen können, nutzen können, damit die Schüler noch eine stärkere europäische Perspektive auf die Geschichte bekommen. Und jetzt schließe ich den Kreis wieder zu Igor Konkolewski, denn er war wissenschaftlicher Projektleiter für die polnische Seite dieses deutsch-polnischen Geschichtsbuchprojekts Europa, nasza historia, Europa, unsere Geschichte. Seit 2014 war er stellvertretender Direktor der
des Zentrums für historische Forschung der Polnischen Akademie in Berlin und seit 2018 ist er nun auch Direktor. Vielleicht so viel zur Vorrede. Wir haben, wie das bei Zoom üblich ist, die Möglichkeit, Ihre Fragen per Chat aufzunehmen. Das heißt, wir würden dann im Anschluss gern mit Ihnen nochmal ins Gespräch kommen, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen. Vor allem sind uns natürlich kurze Fragen, die auf den Punkt gestellt sind, lieb, denn dann können wir, da kann Herr Konkolewski vor allem da auch gute Antworten geben. Und ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass am Schluss nochmal ein kleiner Werbeblock kommt. Einerseits für die Ouvertüre in C-Dur von Richard Wagner, Polonia. Ein ziemlich unbekanntes Werk dieses Leipziger Komponisten. Und ein Werbeblock, nämlich am 5. Mai, in 2 Tagen, können Sie das Thema Verfassung und Verfassungsgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert dann vertiefen und einen ziemlich globalen Blick, zumindest transatlantisch und europäischen Blick, auf die Verfassungsgeschichte werfen. Jetzt aber freue ich mich, dass Sie alle da sind und übergebe das Wort an Igor Konkolewski, der uns entführt in die Geschichte der Verfassung vom 3. Mai 1791 und ihre besondere Rezeptionsgeschichte. Ja, vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einführung und Vorstellung. Vielen Dank, dass du, Bernd, unser gemeinsames polnisch-deutsches Schulbuch erwähnt hast, da wir so lange gearbeitet haben. Und wie gesagt, hoffen wir darauf, dass bald im Geschichtsunterricht in unseren beiden Nachbarländern das Schulbuch genutzt wird. Meine Damen und Herren, jetzt versuche ich, meine Präsentation auf dem Bildschirm zu zeigen. Also ich bitte Sie um Geduld. Ja, das ist das Ende eigentlich der PowerPoint-Präsentation. Also ich muss ganz, ganz schnell nach oben gehen. Jawohl, da sind wir schon hier. Und nein, wir können gleich anfangen. Ja. Ja, also ich möchte gerne heute über die Verfassung vom 3. Mai 1791 sprechen und besonders über die unterschiedlichen Einschätzungen der polnisch-litauischen Verfassung, Mai-Verfassung, aus dem Blick Preußen, Sachsens, aber auch der Deutschen in Polen, Litauen. Johann Wilhelm Archenholz, ein deutscher Schriftsteller, geboren im polnischen Ort Langführ bei Danzig, Hauptmann der preußischen Armee, die 1763, ein Verehrer Friedrich des Großen und Autor einer Geschichte des Siebenjährigen Krieges, schrieb 1791. Ich zitiere: So wurde im selben Jahr auch die Konstitution in Polen verändert. Die Nation, die mit Ausnahme von wenig tausend Menschen in der Sklaverei lebte, erhielt die Rechte von Staatsbürgern. Und die europäischen Herrscher sowie die Philosophen aller Länder wünschten diesem Volke Glück. In einer anderen Schrift fügte Archenholz hinzu: Man muss den ehemaligen verachteten Zustand der Bürger in Polen kennen, um die Vorteile zu schätzen, die ihnen die neue Konstitution gewährt. Unter diesen Umständen kann man behaupten, dass viel getan worden ist. Es ist dies der erste Schritt zur Aufklärung, das heißt zum wahrhaften Glück des Staates. Das Zitat Ende. Diese eher positive Einschätzung von Archenholz bezog sich auf die in Polen-Litauen am 3. Mai 1791 verabschiedete Verfassung bzw. das
Regierungsstatut, Ustawa Rządowa, wie es offiziell hieß. Dieses Dokument war, wenn wir die korsikanische Verfassung 1755 nicht in Betracht ziehen, die erste kodifizierte Verfassung in Europa, 4 Monate älter als die französische Verfassung vom 3. September 1791 und die zweite in der Welt, 4 Jahre jünger als die Verfassung der Vereinigten Staaten Amerikas vom 17. September 1787. Diese drei Verfassungstexte haben ein neues Zeitalter in der europäischen Geschichte eingeleitet, das man Epoche des Konstitutionalismus nennt, die sich in den meisten Staaten Europas bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hinzog. Ihr Merkmal war der Grundgedanke, nur eine auf konstitutioneller Basis beruhende Herrschaft sollte fortan legitim sein, wie der italienische Historiker Pier Angelo Schiera konstatiert. Dabei ist wichtig festzustellen, dass die drei Verfassungen im Gefolge der drei Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts entstanden, der amerikanischen, französischen sowie, wie man cum grano salis sagen kann, der polnischen. Denn die Entwicklungen, die zur Verabschiedung des polnischen Regierungsstatutes führten, wurden von den Zeitgenossen in Europa und Amerika, aber auch in Polen-Litauen oft als polnische Revolution bezeichnet, auch wenn die meisten Zeitgenossen, nicht zuletzt in Deutschland, betonten, dass der revolutionäre Wandel in Warschau auf friedliche Weise und ohne Blutvergießen erreicht wurde. Ähnlich charakterisierten manche Historiker heute die damaligen Warschauer Ereignisse als kontrollierte oder selbstbeschränkte Revolution, so Jörg Ganzenmüller. Die revolutionäre Stimmung in Polen-Litauen spiegelte sich nicht nur in den zeitgenössischen Schrift, sondern auch in Bilddarstellungen wider. Die Szene der feierlichen Verkündigung der Verfassung am Warschauer Reichstag hat unter anderem der Berliner Peintre-Graveur Gustav Friedrich Amalius Taubert angefangen. Sein Werk hat er mit den Worten versehen, ich zitiere, der Ehre des polnischen Königs und der Nation anlässlich der Revolution am 3. Mai 1791 widmet dies der anwesende Gustav Taubert. Seine Zeichnung wurde im nächsten Jahr in aller Eile von Johann Friedrich Bold in Berlin in einen Kupferstich umgewandelt, mit dem Ziel, allen polnischen Reichstagsabgeordneten Exemplare zu schenken, die in polnischen und französischen Trachten auf dem Kupferstich dargestellt wurden. Auf der rechten Seite, ungefähr hier, ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen können. Also auf der rechten Seite ist der polnische König Stanislaus August Poniatowski mit erhobener Hand bei der Vereinigung auf die Verfassung zu sehen. Die Anspielung auf die französische Revolution 1789 fällt auch auf der Radierung Allegorie der Freiheit von Karol Gröhl aus dem Jahre 1791 auf, die im selben Jahr in zwei polnischen Publikationen über die Verfassung vom 3. Mai abgedruckt wurde. Der polnische Künstler, ein Sohn des deutsch-polnischen Druckverlegers Michael Gröhl, der aus Dresden nach Warschau zugereist war, stellte symbolisch die Freiheit als junge Frau dar, die in ihren rechten Hand die Pike mit der phrygischen Mütze hält, ein populäres Sinnbild der französischen Revolution. Zugleich tritt die Freiheit mit ihren Füßen auf eine andere, eine Pforte umarmende weibliche Gestalt, die Hochmut und Eitelkeit verkörpert. Daneben liegt eine zerrissene Kette, die Gewalt und Gesetzlosigkeit symbolisiert.
Grölls Werk ähnelt einem Stich des berühmten in Danzig geborenen preußischen Künstlers polnisch-französischer Abstammung Daniel Chodowiecki. Der im Jahr 1792 gedruckte Stich von Chodowiecki, betitelt Französische Konstitution, stellte die Freiheit auch als eine weibliche Gestalt mit der phrygischen Mütze dar, die mit ihren Füßen auf eine männliche Figur mit Krone und Schwert tritt. In der Tat wurde die polnische Verfassung vom 3. Mai in einer gespannten innenpolitischen Lage verkündet, die einem Staatsstreich gleichzusetzen war, und sie wurde zugleich als Bedrohung für die absolutistisch regierten Nachbarländer wahrgenommen. Dabei ist zu betonen, dass anders als in Frankreich, in Polen-Litauen die Revolution von oben kam. Sie wurde von dem nach Staatsreformen strebenden König sowie einem sogenannten patriotischen Lager eingeleitet, zu dem die Vertreter des aufgeklärten Adels und des Bürgertums zählten. Die Königliche und die Patriotische Partei schlossen sich gegen konservative Kräfte, die aus den adeligen Magnaten und ihrer Klientel bestanden, zusammen. Am 3. Mai verabschiedeten der König Stanislaus August Poniatowski und die Patrioten in aller Eile das neue Regierungsstatut. Sie nutzten aus, dass die im polnischen Reichstag, dem Sejm, zahlenmäßig überlegenen Gegner der Staatsreformen großteils wegen der Osterferien noch zu Hause weilten und nicht an den Verhandlungen teilnahmen. Das königliche Schloss in Warschau, wo die Reichstagssitzung stattfand, war außerdem von Truppen der polnischen Armee umgeben, die den König und dem staatsmodernisierenden Reformwerk treu geblieben waren. Die Szene der Verkündigung der Mai-Verfassung wurde vom polnischen Historienmaler Jan Matejko 100 Jahre später, das heißt 1891, rekonstruiert. Trotz seiner historisierenden Stilisierung und historischen Ungenauigkeiten wurde Matejkos Gemälde zu einer ikonischen Darstellung der polnischen Erinnerungskultur. Da im 19. Jahrhundert für das Osmanische Reich verwendete Begriff kranker Mann am Bosphorus, hätte im 18. Jahrhundert abgewandelt auch auf die polnisch-litauische Adelsrepublik angewandt werden können, die in dieser Zeit immer mehr zum kranken Mann Ostmitteleuropas wurde. Erstens zeigte sich immer deutlicher eine innenpolitische Dysfunktion des polnisch-litauischen Unionsstaates. Während in Europa Erbmonarchien dominierten, war Polen-Litauen seit 1572 eine Wahlmonarchie, in der nach dem Tod jedes Königs in der Zeit des Interregnums sein Nachfolger vom Adel aus den Reihen ausländischer oder einheimischer Kandidaten gewählt wurde. Dieser Grundsatz der sogenannten freien Königswahl und seine Prozeduren, zu denen unter anderem die Festlegung der sogenannten Pacta Conventa gehörte, das heißt eines schriftlichen Vertrages, in dem ein Kandidat Zusagen für den Fall seiner Wahl machte, erscheint heutzutage viel moderner als das Prinzip der erblichen Thronfolge. Nichtsdestotrotz hatte sich die Wahlmonarchie in Polen-Litauen im Zeitalter der europäischen Absolutismus gegenüber den absolutistischen Nachbarländern schlecht bewährt. Dazu haben sowohl die Ineffizienz des ständischen Regierungs- und Beamtenapparats als auch Einschränkungen der königlichen Macht zugunsten des Adels beigetragen. Zu den wichtigsten Merkmalen des innenpolitischen Systems Polen-Litauens gehörte die dominierende Stellung des relativ zahlreichen Adelsstandes, der ca. 7% der Gesamtbevölkerung umfasste und dessen Vertreter im polnischen Reichstag zusammen mit dem König gesetzgebende Kompetenzen besaßen. Dabei bestand das Sejm, ähnlich wie das englische Parlament, aus zwei Kammern.
Die Oberkammer bildete der Senat, in dem die Vertreter der reichsten adeligen Oberschichten saßen, die auf Lebenszeit von König ernannten hohen weltlichen Amtsträger und die römisch-katholischen Bischöfe. Die Unterkammer, die Landbotenstube hieß, bestand aus Abgeordneten, die vom mittleren und weniger vermögenden Adel auf Landtagen gewählt wurden, den sogenannten Landboten. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, in denen besonders im vorabsolutistischen Zeitalter Ständeversammlungen eine wichtige Funktion innehatten, saßen weder im polnischen Reichstag noch in provinziellen Landtagen Vertreter der Städte, deren Einwohner ca. 20% der Gesamtbevölkerung Polen-Litauens ausmachten. Eine Ausnahme war die Provinz polnisches Preußen mit den Großstädten Danzig, Thorn und Elbing. Die Bauern als zahlreichste Bevölkerungsgruppe, etwa 80% der Gesamtbevölkerung, hatten ähnlich wie in den meisten anderen europäischen Ständeversammlungen überhaupt keine politischen Rechte. Der rechtliche Status der bäuerlichen Bevölkerung, besonders auf adeligen, aber auch kirchlichen Landgütern, war typisch für die Gebiete östlich der Elbe, wo das System der sogenannten Gutsherrschaft dominierte. Die meisten Bauern waren hier an die Scholle, das heißt das zu bestellende Land, gebunden und hatten nicht das Recht, sie ohne Zustimmung ihrer adligen oder kirchlichen Herrschaft zu verlassen. Im Gegenzug zur Nutzung der ihnen zugewiesenen Scholle mussten sie verschiedene Formen unbezahlter Frauenarbeit für ihre Herren ausüben, die zugleich auch die Gerichtsbarkeit über sie innen hatten. Gerade diese bäuerliche Schicht in Polen-Litauen meinte Archenholz, als er über die Nation, die mit Ausnahme von wenig tausend Menschen in der Sklaverei lebte, schrieb. Im Grunde genommen kann man nur der polnisch-litauische Adel bis zur Zeit der grundlegenden Reformen zu Beginn 1790er Jahren als politischer Nation, das heißt eine Gemeinschaft der vollberechtigten Staatsbürger, bezeichnet werden. Mit dem privilegierten Status des Adels hing zugleich auch die innenpolitische Dysfunktion des frühneuzeitlichen Polen-Litauens zusammen. Hier auf diesen zwei aufeinanderfolgenden Folien kann man die Adeligen in polnischer Nationaltracht sehen, gezeichnet von Daniel Chodowiecki. Das im Adeligen Reichstag vorherrschende Prinzip der Einstimmigkeit, das im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine Politik basierend auf Konsens und Kompromiss ermöglicht hatte, wurde nach 1652 zunehmend dysfunktional, als einzelne adlige Landboten für sich ein freies Vetorecht zu beanspruchen begann. Zwar konnte ein einziger adliger Landbote, der die Worte Liberum Veto aussprach, die Reichstagssitzung nur unterbrechen, aber wenn diesen Einspruch von den übrigen Landboten nicht mehr oder weniger einhellig zurückgewiesen wurde, was zunehmend seltener geschah, scheiterte die Beschlussfassung des ganzen Sejms. Infolgedessen wurde die Gesetzgebung auf der zentralen Staatsebene im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert zunehmend gelähmt. Die Dysfunktion des innenpolitischen Systems ignorierend blieb der polnisch-litauische Adel eigensinnig an der republikanischen sogenannten polnischen oder goldenen Freiheit hängen, zu der vor allem die Grundsätze der freien Königswahl und des Liberum Veto gerechnet wurden. Vorschläge einer gemäßigten Staatsreform wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der Mehrheit des Adels entschieden abgelehnt. Teils, weil viele Adlige von der Überlegenheit der polnischen freien Monarchie über die stark zentralisierten,
bürokratisierten und militarisierten europäischen absolutistischen Monarchien fest überzeugt war, teils weil viele fürchteten, dass jede Reform die Position ihrer jeweiligen innerpolnischen politischen Konkurrenten stärken könnte. Im Laufe der Zeit hat sich in der polisch-litauischen adligen Öffentlichkeit außerdem die Überzeugung verstärkt, dass die Adelsrepublik desto weniger von den Nachbarländern als Gefahr wahrgenommen würde, je schwächer sie werde. Unter der konservativ-republikanischen Mehrheit wurde die anarchistische Losung populär Rzeczpospolita nie rządem stoi. Die Stütze der Adelsrepublik ist ihre Regierungslosigkeit. Hier eine stereotype Darstellung der polnischen Anarchie auf einer anderen Zeichnung von Daniel Chodowiecki. Alle innenpolitischen Schwächen Polen-Litauens kamen besonders im Laufe des 18. Jahrhunderts deutlich zum Ausdruck, als die zwei absolutistisch regierten Nachbarstaaten, Russland und Preußen, denen sich etwas später auch Österreich anschloss, eine negative Polenpolitik zu betreiben begannen, die als entscheidende Voraussetzung für deren Aufstieg zu europäischen Großmächten diente und das Selbstbestimmungsrecht Polens in Frage stellte, wie Klaus Czernak, einer der besten Kenner der ostmitteleuropäischen Geschichte, argumentierte. Dabei wurde die negative Polenpolitik auf zwei Schienen geführt. Erstens traten Russland und Preußen oft als Garanten der traditionellen polnischen Freiheiten sowie der nicht-katholischen Konfessionen in Polen-Litauen auf und unterstützten mit Bestechungsgeldern den Widerstand gegen alle Reformen. Zweitens behandelte die stärkere Macht, das heißt Russland, die polnisch-litauischen Gebiete zunehmend als eigene Einflusszone. Dies änderte sich erst zu Beginn der 1770er Jahre, als Russland und Preußen die erste Teilung Polen-Litauens anstießen, an der auch Österreich teilnahm. Infolgedessen verlor der polnisch-litauische Unionsstaat ein Drittel seines Territoriums. Die ganze Provinz polnisches Preußen, hier markiert mit dark dunkelblau zu sehen, mit Ausnahme Danzigs und Thorns fiel an das Königreich Preußen, das sich dadurch eine Brücke zwischen den hohenzollernischen Herrschaftsgebieten in Pommern und Ostpreußen verschaffte. Österreich gewann jene reiche und dicht besiedelte südliche Region des polnischen Königreichs, die später Galizien genannt wurden. Diese sogenannte erste Teilung Polen-Litauens im Jahr 1772 wurde in Europa breit kommentiert und manchmal auch heftig kritisiert, wie auf dieser Karikatur von Nicolas Noël Lemire zu sehen ist. Diese Darstellung hat eine große Popularität in Europa gewonnen. In Frankreich wurde sie sogar offiziell verboten und konfisziert. In Deutschland und England entstanden neue Fassungen wie diese hier rechts, wo der polnische König in einer wenig tragischen Pose abgebildet ist. Die scheinheilige Politik der habsburgischen Kaiserin Maria Theresia, die auf dem Kupferstich von Lemire nicht zu finden ist, aber auf einer anderen englischen Karikatur mit zugedrückten Augen auf dem Thron im Hintergrund sitzt, hier, als ob sie in Ohnmacht gefallen wäre, wurde vom preußischen König Friedrich dem Großen zutreffend pointiert, als er zynisch bemerkte. Sie weinte, aber sie nahm. Und je mehr sie weinte, desto mehr nahm sie. Die Teilung Polen-Litauens aus dem Jahre 1772 hat in der polnischen adligen Öffentlichkeit einen Schock ausgelöst.
Die Adelsrepublik blieb zwar durch die nächsten etwa 20 Jahren unter russischem Protektorat, aber man wurde sich immer mehr bewusst, dass ohne tiefgreifende Reformen, die auf Stärkung der zentralen Regierung hinzielten, der polnisch-litauische Staat bald noch mehr territoriale Verluste hinnehmen werden müsste. In diesem Zusammenhang hat man schon in den Jahren 1773 bis 1775 zwei Maßnahmen eingeführt. Erstens die Schaffung des sogenannten immerwährenden Rates, das heißt einer relativ modernen Exekutive, die jedoch wegen des starken russischen Einflusses auf sie von seinen Gegnern spöttisch als Rat der immerwährenden Verrates bezeichnet wurde. Zweitens die Gründung der Kommission für nationale Bildung, das heißt einer Schul- und Erziehungskommission, die in der polnischen Geschichtsschreibung als das erste moderne Bildungsministerium der Welt und eine der größten Errungenschaften der polnischen Aufklärung betrachtet wird. Zu seinen Präsidenten wurde Michał Jerzy Poniatowski, der Bruder des Königs und Erzbischof von Gnesin und Primas der römisch-katholischen Kirche in Polen. Aufgrund der weitreichenden Reformen des Bildungssystems sowie der mühsamen aufklärerischen Bestrebungen des Königs Stanislaus August Poniatowski hat sich bald eine neue politische Klasse herausgebildet, die von der Notwendigkeit radikaler Staatsreformen überzeugt war und gleichzeitig für die Abschaffung des russischen Protektorats plädierte. Eine Möglichkeit dazu bot erst die internationale Lage nach 1787, als Russland im Bündnis mit Österreich einen langen und erschöpfenden Krieg gegen das Osmanische Reich begann. In dieser Situation versuchte die Reformpartei in Polen-Litauen die Unterstützung Preußens für eine Ablösung von russischem Einfluss zu gewinnen. Zugleich schien der preußische König Friedrich Wilhelm II., nicht zuletzt in der geheimen Hoffnung, im Gegenzug die Städte Danzig und Thorn von Polen zu erhalten, gemäßigte Staatsreformen in Polen-Litauen zu akzeptieren. Und dies führte zu einem Bündnis zwischen Polen und Preußen, das in der Tat im März 1790 unterzeichnet wurde. Im Einklang mit dieser Allianz stand eine geschickte Geschichtspolitik von Stanislaus August. Nach dem Entwurf des Königs hat der aus Dresden nach Warschau zugereiste italienische Maler Marcello Bacciarelli zwischen 1783 bis 1786 eine Reihe prächtiger Historiengemälde für den repräsentativen Rittersaal des Warschauer Königsschlosses fertiggestellt. Unter den damals entstandenen Kunstwerken war das Gemälde Die preußische Huldigung zu finden. Die Thematik dieses Werkes bezog sich auf die Ereignisse aus dem Jahre 1525, als der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen, Albrecht Hohenzollern, nach dem verlorenen Krieg gegen Polen einen Friedensvertrag mit dem polnischen König beschloss und die polnische Lehnshoheit anerkannt. Nach Abschluss der Dekorationsarbeiten wurde der Rittersaal massenhaft von Warschauern besucht. Die Bezugnahme auf die sogenannte preußische Huldigung 1425 brachte zweierlei Dinge zum Ausdruck. Einerseits verwies sie sozusagen arbor auf die gegenwärtige Situation, das heißt auf die Tatsache, dass die preußischen Hohenzollern, auf deren Anregung die erste Teilung Polen-Litauens erfolgte, einst selbst zur demütigenden Anerkennung der polnischen Macht gezwungen worden waren. Andererseits konnte man die Erinnerung an diese Szene laut Professor Maria Bogucka als Signal für eine Wende in der Politik Stanislaus August Poniatowski verstehen, das heißt für seine Bereitschaft, ein Bündnis mit den Hohenzollern zu schließen, das die Möglichkeit böte, interne Reformen zur Stärkung der polnisch-litauischen Adelsrepublik einzuführen.
Angesichts der für Polnitan günstigen internationalen Lage hat man sich entschieden, im Jahre 1788 einen neuen Reichstag, Sejm, einzuberufen, der aufgrund seiner tiefgreifenden Reformen als der große oder vierjährige Sejm 1788 bis 92 in die polnische Geschichte eingegangen ist. Die Krönung seiner Tätigkeiten war die am 3. Mai 1791 verabschiedete Verfassung. Die Mai-Verfassung erfolgte teilweise aus traditionellen, obwohl stark modifizierten polnisch-litauischen republikanischen Wertvorstellungen heraus, aber war auch ähnlich wie amerikanische Verfassung von 1787 und die französische von 1791 ein Produkt der europäischen Aufklärung. Inspiriert von Montesquieus und John Lockes politischem Denken sowie von britischen und US-amerikanischen Vorbild, führte das polnische Verfassungswerk eine moderne Gewalteinteilung in Legislative, Exekutive und Judikative ein. Zugleich verkündete sie die Souveränität der Nation, die sich an der Vorstellung einer Volonté générale des großen Freundes Polen-Litauens, Jean-Jacques Rousseau, orientierte, auch wenn sie nicht ganz diesem Konzept entsprach. Die wichtigste Quelle der Souveränität lag bei der umgestalteten adeligen Landbotenstube des Zweikammer-Sejms, die auch die nach dem Mehrheitsprinzip entscheidende Legislative bildete. Die Exekutive bestand aus dem König sowie aus der sogenannten Wache der Rechte, das heißt Regierung, die aus 5 Ministerien bestand. Zugleich wurde das Prinzip der freien Königswahl abgeschafft, um vor allem die Einmischung ausländischer Mächte in die innere Angelegenheiten Polen-Litauens zu beseitigen. Nach dem Tod des Königs Stanislaus August sollte die polnische Krone erblich an das sächsische Herrscherhaus der Wettiner gehen. Die Judikative lag in der Hand von Tribunalen, deren Richter gewählt wurden. Die Mai-Verfassung verlieh durch ein Begleitgesetz den Bürgern aus den sogenannten königlichen Städten Partizipationsrechte auf lokaler und provinzialer Ebene und Vertreter der Städte konnten im Rahmen von Sejm-Kommissionen Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, welche die Städte betraf. Zugleich wurden dem Bürgertum die Nobilitierung und somit der soziale Aufstieg in vielerlei Hinsicht erleichtert. Besonders zweideutig fielen 2 Artikel des Regierungsstatuts vom 3. Mai aus. Der Artikel 1 erklärte den katholischen Glauben zur Staatsreligion und verbot weiterhin den Übertritt zu anderen Religionen, gewährte aber gleichzeitig den anderen Konfessionen eine breite Toleranz. Der Artikel 4 bezeichnete die Bauern wörtlich als einen wesentlichen Teil der Nation und, wie es hieß, Stütze ihres wirtschaftlichen Reichtums und kündigte an, sie unter den Schutz der Regierung zu nehmen. Auch erlaubte er den leibeigenen Bauern, Verträge mit ihren adeligen Herren zu schließen und so ihren gesetzlichen und wirtschaftlichen Status zu verbessern. Aber während bäuerlichen Einwanderern aus den benachbarten Ländern vollkommene Freiheit garantiert wurde, wurde die Leibeigenschaft von etwa 5 Millionen einheimischen Bauern nicht abgeschafft. Moderne Einschätzungen und Vergleiche der polnischen Mai-Verfassung mit den zeitgenössischen amerikanischen und französischen Grundgesetzen fallen unterschiedlich aus. So schrieb etwa der von mir schon früher erwähnte Jörg Ganzemüller, ich zitiere, schließlich blieb die Mai-Verfassung jedoch hinter den Ideen der französischen Revolution zurück. Sie etablierte zwar die Gewalteinteilung, doch
fällte eine Proklamation von Grundrechten und der bürgerlichen Gleichheit, wie sie in der wenig später verabschiedeten französischen Verfassung und in den Verfassungen einiger amerikanischen Bundesstaaten erhalten waren. Und statt die Glaubensfreiheit festzuschreiben, erklärte die Mai-Verfassung die Priorität der katholischen Religion. Der Übertritt zu einem anderen Bekenntnis galt als strafbare Handlung. Nicht die Volkssouveränität wurde zur Grundlage des polnischen Staates, sondern die Freiheiten und Privilegien des Adels wurden bestätigt. So ist es letztlich nicht verwunderlich, dass auch die Bauern nicht befreit wurden, sondern die Leibeigenschaft erhalten blieb. Anschließend fügte aber Ganzenmüller hinzu: Bittet man den polnischen Reformprozess in die europäische Geschichte ein, dann ist die Mai-Verfassung ein Beleg dafür, dass der Weg zu einer konstitutionellen Monarchie nicht nur aus dem Absolutismus heraus möglich war. Davon zeugt zum ersten die Entwicklung Großbritanniens, zum anderen die Reformära unter dem letzten polnischen König Stanislaus August. Die Reformen der späteren Adelsrepublik sind ein Beispiel für eine Staatsbildung jenseits des landesfürstlichen Absolutismus. Das Zitat Ende. In diesem Sinne stellten auch Professor Michael Müller und Frau Professor Yvonne Kleinmann die Bedeutung der Mai-Verfassung in ihrem systematischen und tiefgreifenden Kapitel in Polen in Europa, ein Handbuch in 4 Bänden, dar. Eine ähnliche Meinung über die Verfassung vom 3. Mai äußert der britische Historiker Richard Butterwick in seinem Essay The Constitution of 3rd May 1791, Testament of the Polish-Lithuanian Commonwealth. An der Ausgabe in der deutschen Übersetzung jetzt das Zentrum für historische Forschung Berlin, die Berliner Abteilung des Pilecki-Instituts sowie das Polnische Institut arbeiten. Butterwicks Einschätzung der Mai-Verfassung fällt aber weit positiver aus. Der britische Autor betont unter anderem wichtige Ansätze, die in der polnisch-litauischen Mai-Verfassung zu finden sind, wie zum Beispiel die Einbeziehung der Bauern in die breitere Definition der Nation und potenzielle Entfaltungsmöglichkeiten dieser Schicht in der nächsten Zukunft, deren Grundlage der Verfassungsartikel 4 geschaffen hätte. Zugleich schätzt Butterwick auch den Artikel 1 über die Religionsfreiheit äußerst positiv ein. Schließlich waren die Beschlüsse bezüglich der Religion im Sinne der englischen Bill of Rights aus dem Jahre 1689 gefasst, die die anglikanische Kirche zur Staatskirche erklärte. Und was die US-amerikanische Verfassung anbelangt, kann man hier die kritische Meinung von Howard Zinn aus seinem Bestsellerbuch A People's History of the United States zitieren. Die US-Verfassung, schrieb Zinn, dient den Interessen einer wohlhabenden Elite. Sie macht aber auch genügend für die kleinen Grundbesitzer, für Handwerker und Farmer mit mittleren Einkommen. Unter ihnen hat sie eine breite Basis der Unterstützung. Diese etwas Wohlhabenden sind die Puffer gegen die Afroamerikaner, gegen die Ureinwohner und gegen die sehr arme weiße Bevölkerung. Sie ermöglichen es der Elite, mit einem Mindestmaß an Zwang und einem Höchstmaß an Gesetzen die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Alles schmackhaft gemacht durch die Fanfaren von Patriotismus und Einigkeit. Das Zitat Ende. Die im Zitat erwähnten Afroamerikaner und Ureinwohner Nordamerikas wurden überhaupt in dem Text der US-Verfassung von 1787 nicht berücksichtigt.
Aber auch die französische Verfassung vom 3. September 1791 hat die Sklaverei nicht abgeschafft, obwohl die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom August 1789 mit der berühmten Passage „Die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich an Rechten“ in sie aufgenommen wurde. Eine Sklavenbefreiung erfolgte erst während des jakobinischen Terrors im Februar 1794, aber schon kurz danach bestätigte Napoleon Bonaparte als erster Konsul 1802 die Erhaltung der Sklaverei ausdrücklich. Endgültig abgeschafft wurde sie in Frankreich erst in der Zweiten Französischen Republik im Jahre 1848. In Großbritannien und seinen Kolonien verbot das Parlament 1807 den Sklavenhandel und erst 1834 die Sklaverei. Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 wurde zeitgenössisch vor allem in aufgeklärten und progressiven Kreisen in Europa und den Vereinigten Staaten gelobt. In Großbritannien hat besonders Edmund Burke, ein Unterstützer der amerikanischen und heftiger Kritiker der französischen Revolution, die Vorteile der Polish Revolution hervorgehoben. Er schrieb: „We have seen anarchy and servitude at once removed, a throne strengthened for the protection of the people, without trenching on their liberties. All foreign cabal banished by changing the crown from elective to hereditary.“ Und fügte hinzu: „Everything was kept in its place and order, but in that place and order everything was bettered, as a result of which a regular progress was made in Poland, because founded on similar principles towards the stable excellence of a British constitution.“ Auch in Deutschland hat die polnische Mai-Verfassung ein eher positives Echo gefunden, wie Hermann Wable in seinem Aufsatz „Die polnische Verfassung vom 3. Mai im zeitgenössischen deutschen Urteil“ zeigt. Wable schreibt, ich zitiere: „Es steht außer Zweifel, dass angesichts der zunehmenden Radikalisierung der französischen Revolution der massvolle, nicht revolutionäre Charakter des sogenannten Großen Reichstags sowie der Mai-Verfassung auf große Teile der deutschen öffentlichen Meinung beruhigend, ja vorbildlich wirken musste.“ Obwohl sich die polnisch-preußischen Beziehungen ab 1790 abgekühlt hatten, als deutlich wurde, dass Preußen nicht mit freiwilligen Gebietsabtretungen von Seiten Polen-Litauens rechnen konnte, erteilte der preußische König Friedrich Wilhelm II., so Wale, der neuen polnischen Konstitution seine prinzipielle Zustimmung und gratulierte der polnischen Nation zur friedlichen Staatsumwälzung. Ähnlich haben auch andere preußische Politiker sowie Vertreter der aufgeklärten bürgerlichen Elite die Mäßigung im Inneren und Äußeren der Mai-Verfassung im Gegensatz zur französischen Revolution betonten. Eine entschlossen positive Stellung nahm der polenfreundliche Kaiser Leopold II. Ein, der selbst im Jahre 1787 einen Verfassungsentwurf für sein Großherzogtum Toskana vorgeschlagen hatte. Der Habsburger strebte sogar eine Gewährung des polnischen Regierungsstatuts sowie der territorialen Integrität Polen-Litauens durch Österreich, Preußen und Russland an. Diese Pläne Leopolds wurden jedoch von seinem frühzeitigen Tod im Februar 1792 und die ablehnende Stellungnahme der russischen Kaiserin Katharina II. Zum Scheitern gebracht. Nach dem gewonnenen Krieg mit dem Osmanischen Reich begann Russland im Mai 1792 mit Unterstützung einer Gruppe polnischer konservativer Magnaten einen neuen Krieg gegen Polen-Litauen,
und im Juli desselben Jahres wurde ein Bündnis mit Preußen beschlossen. Die zahlenmäßig unterlegenen polnischen und litauischen Armeen kapitulierten nach einem kurzen Feldzug. Der in die polnische Geschichte als polnisch-russischer Krieg zur Verteidigung der Mai-Verfassung eingegangen ist. Im nächsten Jahr teilten Russland und Preußen erneut die polnisch-litauischen Gebiete auf. Zugleich wurde auch die Verfassung vom 3. Mai abgeschafft. Zwei Jahre später, 1795, nach dem gescheiterten sogenannten Kościuszko-Aufstand, haben die drei Mächte, Russland, Preußen und Österreich, den polnisch-litauischen Reststaat das dritte Mal aufgeteilt und infolgedessen verlor Polen für die nächsten 123 Jahre seine Selbstbestimmung. Die rasche Aufhebung der Verfassung vom 3. Mai veranlasste viele aufgeklärte deutsche Autoren, ihre Sympathie und ihr Mitleid für das Schicksal Polens zu äußern, obwohl auch kritische Stimmen zu hören waren. Unter den bekanntesten zeitgenössischen Kommentatoren befanden sich zwei berühmte Weimarer: Christoph Martin Wieland, der die Mai-Verfassung als ausgewogene Kompromisslösung lobte, und Johann Wolfgang Goethe, der dieses Ereignis nur als ein vergebliches Aufbäumen gegen eine ihm determiniert erscheinende Abwärtsentwicklung des polnischen Staates sah. Eine eindrucksvolle Lobeshymne, die in der Zwischenzeit zu einer Elegie wurde, hat der bereits erwähnte preußische Künstler Daniel Chodowiecki, zu dessen Danziger Vorfahren Polen und Hugenotten zählten, zum Ausdruck gebracht. Er schrieb über sich selbst pessimistisch schon nach der ersten Teilung Polens. Ich zitiere: Von meinem Vater her bin ich ein Pole, ein Abkömmlich einer braven Nation, die bald nicht mehr existieren wird. Auf seinem Kupferstich, die hier zu sehen ist, Allegorie der Mai-Verfassung, kann man unter anderem zwei Bauern sehen. Ich zitiere: Der eine mit einem Dreschflegel, der andere mit einer Heugabel, hier nicht Waffen, sondern die Insignien der friedlichen Beschäftigung dieses würdigen Standes. Hinter ihnen liegt ein zerbrochenes Joch. Das Zitat Ende lesen wir im zeitgenössischen Erklärungskommentar zu dieser Darstellung. An dieser Stelle sollte man auch den immensen Beitrag der deutschen Einwanderer sowohl zu den Staatsreformen als auch zur kulturellen Wiederbelebung im Geiste der Aufklärung in Polen betonen. Es war kein Zufall, dass die erste stattlich zugelassene polnische Edition des Regierungsstatuts vom 3. Mai 1791 in der Druckerei von Michael Wel-Michau Gröhl erschien, der in Nürnberg geboren, nach seinem Umzug aus Dresden nach Warschau zum Verleger, Buchhändler und Hofrat des Königs Stanislaus Poniatowski sowie Präsident der Deutschen Evangelischen Gemeinde Augsburger Konfession in Warschau wurde. Seinen Sohn Karol Gröhl, ein wichtiger polnischer Künstler des 19. Jahrhunderts, habe ich schon am Anfang meines Vortrags erwähnt. Besonders der erste im ganzen Polen-Litauen feierlich begangene Jahrestag der Mai-Verfassung brachte neben einer ersten Übersetzung des Regierungsstatutes ins Deutsche, in Gröls Verlag, eine ganze Reihe von Werken deutschstämmiger Autoren oder auf Deutsch verfasste Publikationen hervor. So hat der Pastor der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Warschau, Karol Schmidt, eine feierliche Predigt zum dankbaren Andenken an die vom 3. Mai vorigen Jahres festgesetzte Reichskonstitution auf Polnisch und Deutsch veröffentlicht. Die deutsche Fassung erschien übrigens in der römisch-katholischen Piaristendruckerei in Warschau. Unter vielen ähnlichen Festdrucken finden wir auch
Ein viersprachiges, auf Hebräisch, Polnisch, Deutsch und Französisch verfasstes Danklied am Tage der von dem allerdurchlauchtigsten Könige Stanislaus August und der erlauchten Republik entworfenen neuen Konstitution für das Königreich Polen, gesungen in Warschau und allen übrigen Städten des Königreichs von sämtlichen Judenschaften zur Bezeigung ihrer teilnehmenden Freude und Treue, gewidmet von den Deputierten der jüdischen Gemeinde zu Warschau. Dieses Werk sollte man im breiteren Kontext der komplexen sozialen Reformen in Polen-Litauen zu dieser Zeit betrachten, deren Notwendigkeit die polnischen Anhänger der jüdischen Aufklärung oder Haskala schon vor dem großen Sejm sahen. Wie diese im Verlag von Michael Gröhl im Jahr 1786 gedruckte Schrift »Die Juden« oder die notwendige Reformation der Juden in der Republik Polen zeigt. Von der Bedeutung der Reform der jüdischen Angelegenheiten in Polen-Litauen zu dieser Zeit zeugt auch die Tatsache, dass sie zum Thema der Beratungen einer Sonderkommission des Sejms unter Leitung des königlichen Sekretärs Piatoli wurden. Im Sommer 1791 ist zu diesem Gremium eine Gruppe von etwa 120 jüdischen Vertretern eingeladen worden, die gemeinsam mit christlichen Kommissionsmitgliedern ihre Empfehlungen am 29. Mai 1792, das heißt am letzten Sitzungstag des Großen Sejms, vorlegten. Der verlorene polnisch-russische Krieg von 1792 hat allerdings alle Reformpläne auch in diesem Bereich zum Scheitern gebracht. Am Ende blicken wir noch auf Sachsen, woher viele aufklärerisch gesinnte Intellektuelle und Künstler im 18. Jahrhundert nach Polen-Litauen kamen. Der Artikel der Mai-Verfassung über die sächsische Übernahme der Thronfolge in Polen-Litauen ist auf die Polnisch-Sächsische Personalunion 1697 bis 1763 unter zwei Wettiner, August II. Starken und August III. Zurückzuführen. Der Vorschlag der polnischen Reformbewegung für eine sächsische Erbmonarchie in Polen-Litauen wurde jedoch den Kurfürst Friedrich August III. Vom Einverständnis Preußens, Österreichs und Russlands abhängig gemacht. Nachdem diese ihre Unterstützung für die sächsische Erbfolge versagten, hat auch Friedrich August das polnische Angebot abgelehnt. Trotzdem blieb Sachsen nach der polnischen Niederlage im zur Verteidigung der Mai-Verfassung gegen Russland geführten Krieg 1792 ein Zufluchtort für diejenigen Polen, die für die Erlangung der Souveränität ihres Staates kämpfen wollten. In Dresden und Leipzig sammelten sich die Vertreter der patriotischen Emigration, unter denen die Namen der berühmten Co-Autoren der Verfassung vom 3. Mai herausragen, wie Hugo Kołłątaj und Ignacy Potocki. In Leipzig erschien 1793 ihr monumentales Werk vom Entstehen und Untergange der polnischen Konstitution vom 3. Mai, das vom Polnischen ins Deutsche vom künftigen Vater der polnischen Sprachwissenschaft, dem in Thorn geborenen Samuel Gottlieb Bogumił Linde, übersetzt wurde. Der Epilog der polnisch-sächsischen Beziehungen hinsichtlich der Mai-Verfassung begann 1807, als nach dem Friedensschluss von Tilsit das Herzogtum Warschau gegründet wurde, ein napoleonischer Satellitenstaat sowie Ersatzstadt für diejenigen Polen, die von einer eigenständigen polnischen Staatlichkeit träumten. Das Oberhaupt des Herzogtums Warschau, das aus den Gebieten, die nach der zweiten und dritten Teilung Polen-Litauens Preußen zu gefallen waren, entstand, wurde derselbe Friedrich August aus dem Haus der Wettiner, der 1791 die polnische Krone abgelehnt hatte und der sich 1806
Nach der von den verbündeten sächsischen und preußischen Truppen verlorenen Schlacht bei Jena und Auerstedt Napoleon angeschlossen hatte und zum sächsischen König erhoben worden war. Mit seiner Ernennung zum Herzog von Warschau wurde an die polnisch-sächsische Union sowie an die Verfassung vom 3. Mai angeknüpft. Am 22. Juli 1807 gab Napoleon dem Herzogtum Warschau eine Verfassung, die Elemente der polnischen Mai-Verfassung mit Errungenschaften der Französischen Revolution und mit Grundsätzen des napoleonischen Herrschaftssystems verband. Die neue Verfassung wurde in Dresden erarbeitet und dort von Napoleon in Anwesenheit von Friedrich August sowie einer aus Warschau angereisten polnischen Delegation oktroyiert. Das Ende dieser sowie der sächsischen Herrschaft im Herzogtum Warschau kam mit der Niederlage Napoleons im Jahre 1815. Trotzdem blieb Sachsen noch viele Jahrzehnte danach ein Zufluchtsort für polnische Emigranten, die in zwei gescheiterten Aufständen gegen Russland und um die polnische Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert kämpften. Während der ersten polnischen Emigrationswelle nach der Niederlage des sogenannten Novemberaufstandes 1831 entstand in Leipzig ein interessantes Musikwerk, das weitgehend von der Erinnerung an die Mai-Verfassung angeregt wurde. Der Autor war Richard Wagner, ein großer Polenfreund und junger Student der Musik und Komposition an der Universität Leipzig. Inspiriert durch die Lieder der polnischen Auswanderer in Leipzig, die den 51. Jahrestag der Verfassung vom 3. Mai zelebrierten, komponierte Wagner die Rohfassung seiner Ouvertüre Polonia C-Dur. Das Werk fand allerdings keine positive Aufnahme bei den Kennern von Wagners Musik. Aber es ist ein Requiem für die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 sowie zugleich eine Hoffnungshymne für die Zukunft Polens. Ich beende meinen Vortrag mit einem kurzen Ausschnitt aus Wagners Ouvertüre, beziehungsweise ich wollte das machen. Leider haben wir unsere Verbindung kurz vor meinem Vortrag ausprobiert und technisch funktionierte das aber nicht. Aber deswegen habe ich auch für Sie hier auf dem Slide die YouTube-Adresse. Unter den Sie eben Ouvertüre Polonia Verzedur finden können, aufgeschrieben. Und wie gesagt, in diesem Musikwerk kann man auch das Thema eines polnischen populären patriotischen Mailiedes heraushören, das bis 1848 in Dutzenden Paraphrasierungen als Teil des Genres der sogenannten Polenlieder eine große Popularität im deutschsprachigen Raum gewonnen hat. Hier haben wir so ein Mainlied von Johannes Fitz, dem deutschen liberalen Kämpfer für die Presse- und Meinungsfreiheit und den Mitorganisatoren des berühmten Hambacher Festes von 1832. Es ist hier auf der Folie zu sehen. Den Ausschnitt aus Wagners Ouvertüre habe ich nicht zufällig aus dem Repertoire der Symphonieorchestra in Hongkong ausgewählt, denn wie Johannes Fitz in seinem Mai-Lied schrieb, ich zitiere, wir wollen, alle Völker seien frei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auch ich sage ganz herzlich Dankeschön. Man kann mich hören, aber noch nicht sehen. Ich freue mich, dass
Jetzt müsste es gehen. Da bin ich wieder. Ja, ich kann dich sehen. Ja. Also, Igor, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag über die Verfassung, für die Bezüge zu anderen Verfassungen. Aber natürlich freue ich mich immer besonders über die lokalen Bezüge, die nach Sachsen führen. Den Link zu dem YouTube-Video finden Sie. Also Manfred Mack hat danach gefragt. Ich freue mich erstmal auch, dass so viele Teilnehmer dabei sind. In der Zwischenzeit konnte ich auch schauen, wer alles dabei ist. Also nochmal ein herzliches Willkommen. Und wir haben viele interessante Aspekte über die Verfassung vom 3. Mai 1791 gehört. Und wir haben zwei Fragen, die ich gleich mal hier einbringen möchte. Die erste stammt von Stefan Teilig. Ich zitiere: Trotz der nur kurzen Dauer der Verfassung ist sie hinsichtlich Inhalt und Modernität für Europa durchaus einzigartig und inhaltsmächtig. Bislang wird in Deutschland jedoch besonders die französische Verfassung als Grundlage für die Entwicklung europäischer Nationen, Demokratien und Parlamentarismen gesehen und gelehrt. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und sollte dies verändert werden? Und wenn ja, wie? Ja, also vielen Dank, Stefan, für diese Frage. Und die Antwort ist einerseits ganz einfach. Also in der Meistererzählung über die europäische Geschichte, die Geschichte Frankreichs, ist dominierend natürlich. Also das haben wir auch als Redakteur und Mitautoren des polnisch-deutschen Schulbuchs feststellen können. Und zwar ohne Geschichte Frankreichs kann man kaum die Geschichte Europas vorstellen. Deswegen befindet sich auch die französische Revolution, die große Revolution in Frankreich, als auch die erste französische Verfassung im Fokus der Meistererzählung über die europäische Geschichte. Die polnische Geschichte war erstens, ist bis heute viel mehr vernachlässigt. Und deswegen haben wir in unserem gemeinsamen polnisch-deutschen Schulbuch auch versucht, dieses Versäumnis nachzuholen. Es befindet sich im Band 2 des Schulbuches oder der Schulbuchreihe Europa, unsere Geschichte, ein schönes Unterkapitel, in dem wir eben die wichtigsten Grundgedanken der drei ersten Verfassungen in Europa und in der Welt, das heißt der französischen, der polnischen, französischen und der ersten in der Welt, also der amerikanischen, zusammenstellen in Form eines Diagramms. Und dazu möchten wir auch Schüler und Schülerinnen anregen, die wichtigsten Inhalte von diesen drei Verfassungen in Vergleich zu stellen. Ja, ich weiß nicht, ob ich genau auf deine Frage geantwortet habe, aber es schien mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben die französische Geschichte spielt eine besondere Rolle in der Meistererzählung der Geschichte Europas. Und auch zugleich kann man das damit erklären, dass in den meisten, nicht nur Schulbüchern, aber überhaupt der Monographien über die Geschichte Europas, man sich vor allem auf die Geschichte Westeuropas konzentriert, beziehungsweise die Geschichte der EU-Gründerstaaten. Und das ist vielleicht der Hintergrund dafür, warum die polnische Verfassung so wenig berücksichtigt worden ist. Vielen Dank. Ich komme gleich zur nächsten Frage, die von Jochen
Böhler gestellt wurde, Universität Jena. Lieber Igor, du sprachst vom Künstler Karol Gröll als Deutschen. Sein Vater, der Buchdrucker Michael Gröll, war, wie du sagst, deutsch-polnischer Herkunft. Und der Künstler Chodowiecki war, du hast darauf hingewiesen, nach eigenem Bekunden vom Vater her Pole und glaubte um 1795, es gäbe bald keine Polen mehr. Meine Frage lautet, was machte 1791 eigentlich einen Deutschen oder eine Deutsche, beziehungsweise einen Polen, eine Polin in Polen, Litauen aus? Ja, vielen Dank, Jochen, für diese Frage. Und für heute habe ich von meinem Freund Matthias Barelkowski, ist nämlich mit dabei heute mit für uns, einen ganz, ganz interessanten Aufsatz bekommen. Also es wird bald im Druck erscheinen, und zwar Beamte, Buchhändler und Priester als Zeitungsmacher. Beobachtungen zur Presselandschaft in Deutschland und Polen 1770 bis 1815. Ganz ehrlich zu sein, ich habe den Aufsatz von Matthias noch nicht genau durchgelesen, aber ich kann aufgrund meiner eigenen Lektüren sagen, dass man sich kaum die polnische Aufklärung ohne die aus den deutschen Territorialstaaten, aus den deutschen Gebieten zugewanderten oder zugereisten Deutschen vorstellen kann. Also ohne den Beitrag der vielen, die für die ersten Zeitungen schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Polen, Litauen gegründet haben. Ohne vor allem diejenigen Deutschen, die unter den zwei sächsischen Königen, August II. Starken und August III., nach Polen, Litauen kamen und haben sich dort angesiedelt. Also die Kunstwerke von diesen Deutschen, die zu Polen wurden, also Polen aus freier Wahl, kann man sie wohl nennen, kann man sich überhaupt nicht die Kultur der polnisch-litauischen Aufklärung vorstellen. Und dazu hat auch dazu gab es vor über 10 Jahren eine wunderbare Ausstellung in Warschau, und zwar betitelt Polen aus freier Wahl. Das war eben über die Ausstellung über diejenigen Deutschen, die nach Polen kamen im ausgehenden 18., Anfang der 19., des 19. Jahrhunderts und einen immensen Beitrag zur polnischen Kultur geleisteten. Ja, was Karol Gröll anbelangt, ich habe gesagt, er war ein polnischer Künstler, schon in Warschau geboren und dann auch in Warschau gestorben. Sein Vater, Michael, weil Michał, wurde im Laufe der Zeit zum polnischen Patrioten. Er hat sich unter anderem an Kościuszko-Aufstand beteiligt, wie viele anderen auch, die aus Sachsen nach Polen kamen und in Polen geblieben waren. Ja, vielleicht kann ich dazu noch hinzufügen, also mein Lieblingsbegriff in Bezug auf diejenigen Deutschen, die aus den deutschen Gebieten nach Polen, Litauen in der frühen Neuzeit kamen, ist etwas, was man ganz, ganz schwierig ins Deutsche übersetzen, also im Polnischen ins Deutsche übersetzen kann. Und zwar Mieszkani Polacy. Ben, du kannst mir vielleicht mit der Übersetzung helfen. Also Mieszkani Polacy, wie würde das ins Deutsche übersetzen? Ja, ist schwierig. Vielen Dank. Es ist unheimlich schwierig, ja. Aber heimisch gewordene vielleicht. Ja, heimisch geworden, aber ja. Nicht ganz verstanden, aber
Dieser Begriff für Erklärung vielleicht stammt aus von einem schlesisch-deutschen Drucker und Verleger Hieronymus Vietor, der an der Krakauer Universität Anfang des 16. Jahrhunderts studierte und dann ganz erfolgreich bei seine Tätigkeiten im Druckwesen in Wien und Krakau entwickelte. Und der hat das erste Lehrbuch für polnische Sprache in Krakau herausgegeben. Und in diesem Lehrbuch hat er, nein, nicht in diesem, in einem anderen Werk hat er sich selbst vorgestellt. Ich, ja, Mieszkany Polak, ja, also ich, zugewanderter Pole. Integriert, Und könnte man eigentlich ganz modern sagen. ja, heutzutage ganz modern würde man vielleicht diesen Begriff verwenden. Aber das ist irgendwie ein schöner Begriff, die auch zeigt, dass die altpolnische, das heißt frühmoderne polnische Sprache und polnische Kultur ohne diese, nennen wir die zugewanderten Deutschen, sich nicht so schön entwickeln konnte. Ja, ein früher Nachweis des Nutzens der Diversität. Wir haben noch einige Begriffe, die ich so ganz bemerkenswert fand. Die stelle ich aber zurück, weil wir hier noch vielleicht eine Frage bekommen haben. Aber genau. Jürgen Heide fragt: Lieber Igor, du hast zum Schluss auch das Werk über den Übergang der polnischen Mai-Verfassung von 1793 verwiesen. Das war ja noch vor der dritten Teilung. Kannst du noch etwas mehr zu dieser Broschüre sagen? Lieber Igor, ja, ich lese noch einmal die Frage von Jürgen, von Jurek, und ich grüße ihn ganz herzlich über den Untergang der polnischen Mai-Verfassung verwiesen. Das war ja noch vor der dritten Verteilung. Ja, genau. Das ist eben keine Broschüre für Jürgen. Das ist ein zweibändiges Werk von der Entstehung und dem Untergang der polnischen Verfassung vom 3. Mai. Also federführend oder der federführende Autor dieses Werkes war Hugon Kołłątaj. Das Werk wurde auf Polnisch verfasst und war sofort ins Deutsche von Samuel Bogumił oder Gottlieb Linde ins Deutsche übersetzt und erschien, also die zwei Sprachfassungen, die polnische und die deutsche, erschien fast gleichzeitig 1793 in Leipzig und in Lemberg, Lwów, Lwiw, also in Galizien. Und das bleibt bis heutzutage ein Klassiker, würde ich sagen, von den wichtigsten Co-Autoren und man könnte wohl sagen, der Architekten der Mai-Verfassung. Also Ignacy Potocki hat auch dazu beigetragen, Stanisław Małachowski. Also nicht nur die Architekten der Mai-Verfassung, sondern auch die Flüchtlinge, die polnischen Emigranten, die sich in Sachsen 1793 befanden und schon die Pläne für den Aufstand dort entwickelten. Und zu dieser Gruppe zählte auch Tadeusz Kościuszko, der aus Leipzig, möchte ich daran gerne erinnern, nach Krakau aufbrach, um dort
1794 die Kosciuszko-Insurrektion oder der Kosciuszko, der sogenannte Kosciuszko-Aufstand anzuregen. Ja. Ja, auf Kosciuszko Aber kommen wir hoffentlich vielleicht später im Jahr nochmal zurück. Darüber denken wir nach. Er bekam ja in Leipzig sogar die Ehrenbürgerwürde der Französischen Republik verliehen. Ich hatte mir noch einige Begriffe aufgeschrieben, die nochmal so zurückkamen. Der Begriff der selbstbeschränkten Revolution war mir zunächst sehr untergekommen im Zusammenhang, im Kontext der Solidarność, die Revolution. Wie Timothy Garton Ash das formuliert hat. Gibt es da irgendwie eine Linie oder kann man auch einfach sagen, das ist ein Teil des Erbes dieser Verfassung, die ja nicht in Kraft, die praktisch sozusagen nicht in Kraft getreten ist, dass es später dieses Gedankengut gab? Und vielleicht können wir dann auch überleiten zu der Veranstaltung am Mittwoch, nämlich wie feiert man denn in Litauen diese Verfassung und wie erinnert man sich dort daran? Das ist ja eben auch ein gemeinsames Erbe. Ja, genau. Und zwar was den Begriff kontrollierte oder selbstbeschränkte Revolution anbelangt. Ja, natürlich, ich bedanke mich bei meinen zwei Freunden, das heißt bei Carsten Holste, also sprachlich für meinen Vortrag verbessert und korrigiert hat, und bei Bernd Calvin hat auch heute noch ein paar Korrekturen gemacht, und er hat unter anderem in seinem Kommentar reingeschrieben, also keine kontrollierte, aber vielleicht selbstbeschränkte Revolution. Somit möchte ich gerne erklären, dass der Begriff kontrollierte Revolution in Bezug auf die Ereignisse in Warschau im Mai 1791 wurde von Professor Jörg Gansenmiller verwendet. Und natürlich selbstbeschränkte Revolution, das ist der Begriff von Timothy Garton Asch. Ja, also man kann, und das wollte ich auch in meinem Vortrag andeuten, man kann nicht, also keine Fortsetzung natürlich, zwischen der Revolution in Warschau 1791 und dann in Polen 1989, also keine Kontinuitäten sehen oder feststellen. Aber ja, würde ich sagen, das war ein Szenario einer friedlichen Revolution, die damals in Polen genauso wie 1989 stattfand. Ja, es gibt sowas wie friedliche Revolutionen, und nicht nur 1989, nicht nur in der DDR, beziehungsweise in der Tschechoslowakei oder in Polen, in Ungarn, damals. Also kurz vor der sogenannten Wende, besonders auch früher. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, nämlich die polnische Verfassung und die polnische Revolution von 1791. Und was Litauen anbelangt, ja, dann ganz kurz, und das ist für mich äußerst wichtig, dass wir die Verfassung vom 3. Mai nicht nur als die polnische oder eine polnische Verfassung oder ein Verfassungswerk sehen, sondern ein Verfassungswerk eines Vielvölkerstaates, eines polnisch-litauischen Unionstaates. Ganz kurz kann ich darauf nur verweisen, dass ein sehr wichtiges Beigesetz zur Verfassung vom 3. Mai bildete die sogenannte Wzajemne Zaręczenie Obu Narodów, die gemeinsame Garantie der beiden Völker, die im Oktober
1791 verabschiedet wurde. Dazu mehr können Sie übermorgen bei unserer Podiumsdiskussion hören, und zwar direkt von Professor Alvidas Nikczentaitis. Und wir Polen kennen nur unseren Freunden in Litauen, Professor Alvidas Nikczentaitis, Professor Alfredas Brazaukas, dankbar sein, dass durch ihre mühsame Arbeit in Litauen auch die Republik Litauen sich entschlossen hat, 2007, wenn ich mich nicht irre, auch den 3. Mai als Nationalfeiertag in Litauen einzuführen. Mehr darüber können Sie am 5. um 18 Uhr direkt schon von Alvidas Nikczentaitis hören. Genau, ich habe schon einige Dankesworte auch bekommen hier im Chat. Jetzt gibt es noch eine Frage von Kolja Lieche. Lieber Igor, wenn man die Narration normativer Sonderwege in der europäischen Geschichte vermeiden möchte, müsste dann nicht die polnisch-litauische Geschichte der frühen Neuzeit auch vor der Verfassung viel weniger als Verfallsgeschichte geschrieben werden? In Klammer auf Liberum Veto und so weiter. Oder wie ließe sich differenziert, etwa mit Konzentration auf das 18. Jahrhundert, damit umgehen? Herzliche Grüße. Ja, also herzliche Grüße auch zurück nach Luxemburg, beziehungsweise nach Gießen, an Kolja. Vielen Dank für diese Frage. Ja, ich habe in meinem Vortrag mich bemüht, wenigstens diese ganze negative, kritische Meistererzählung über die Verfassungsgeschichte Polen-Litauens zu vermeiden, obwohl nicht hundertprozentig ist es mir gelungen, muss ich sagen. Hier muss man auch auf solche Historiker, polnische Historiker verweisen, wie beispielsweise Professor Andrzej Sulima-Kamiński aus der Georgetown University in den USA, der schon seit Jahren versucht, dafür zu plädieren, die politischen Entwicklungen, die Staatsreformen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Polen und Litauen nicht nur durch die Brille der westeuropäischen Aufklärung zu sehen. Er plädiert nämlich dafür, auch die Weltvorstellungen, die üblich im 16., 17. Jahrhundert in Polen-Litauen waren, auch zu berücksichtigen, um die Grundlagen der Staatsreformen während des großen Sejms auch in Betracht zu ziehen, in der Gesamteinschätzung der polnischen Geschichte. Nun hat mein Meister oder einer von meinen Meistern an der Warschauer Universität, Professor Antoni Wymączak, immer darauf verwiesen, dass in vielerlei Hinsicht Polen, Litauen in der Frühneuzeit, also im 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, viel in Anführungszeichen vorgeschrittener war als die meisten stark zentralisierten, bürokratisierten und später absolutistische Monarchien. Und das habe ich auch versucht, in meinem Vortrag anzudeuten, als ich auf das Prinzip der Wahlmonarchie in Polen-Litauen eingegangen bin. Also aus unserer modernen Perspektive scheint eben das Prinzip der Wahlmonarchie viel moderner als das Prinzip der
einer hereditären oder Erbmonarchie. Ja, das ist eine wunderbare Herausforderung für uns. Der Historiker, die sich mit der polnisch-litauischen Geschichte in der frühen Neuzeit befassen, aber hier einen besonderen Dank an meine deutschen Kollegen möchte ich einfach ausdrücken. Kolja verzählt natürlich zu diesem Gremium, aber auch Professor Michael Müller, Yvonne Kleinmann und Hans-Jürgen Wimmelburg, dass sie uns, das heißt den polnischen Historiker, ermöglichen, polnisch-litauische Geschichte aus einem ganz unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen und zu beleuchten. Und zwar mehr uns aus einer distanzierten Perspektive auf die Verfassungsgeschichte für Polen, für Litauens zu konzentrieren. Dafür einen herzlichen Dank. Ja, das ist eine Aussicht auch auf die Veranstaltung am Mittwoch, für die ich jetzt nochmal werben möchte. Ich danke allen Teilnehmern, dass sie so lange bei uns waren. Wir haben 90 Minuten schon erreicht. Deswegen Zeit, hier einen Strich zu machen und Sie zugleich einzuladen, das zu vertiefen am Mittwoch mit Professor Jolanta Chojinska-Mika von der Universität Warschau, Carsten Holste, derzeit Stipendiat der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung, Professor Piotr Ugniewski von der Universität Warschau, Professor, schon erwähnt, Alvydas Nikžentaitis vom Litauischen Historischen Institut und Professor Patrice Dabrowski vom Harvard Ukrainian Research Institute und Polish Institute of Arts and Sciences of America, PIASA. Moderieren wird Igor Konkolewski. Und wir werden also in einem größeren Forum nochmal die Möglichkeit haben, in diesen internationalen Austausch über die Verfassung vom 3. Mai zu treten, sie ideengeschichtlich einzuordnen. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, der da nicht vergessen werden darf, dass das eben ein Teil der Verfassungsgeschichte ist und auch ein Teil dessen, was man in Deutschland häufig ja auch als Verfassungspatriotismus bezeichnet, dass wir uns eben auf bestimmte Werte beziehen. Man hat das kam im Vortrag ja auch ein bisschen vor über die Jahre der Teilung, aber auch eben im Krieg und in der Volksrepublik Polen den 3. Mai doch immer wieder als besonderen Festtag gefeiert, eben weil man dort ein Element der Selbstbestimmung, eine Verfassung hat, in der sich sozusagen jeder Bürger wiederfinden konnte. Und das ist vielleicht der Wert dieser Verfassung, die verschiedene Nationen verbindet und doch eben auch ein ganz wichtiger polnischer Feiertag ist, den wir heute, finde ich, sehr schön und würdig begangen haben. Dafür ganz herzlichen Dank an Igor Konkolewski, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit viel Sachverstand und mit spannenden Fragen dabei gewesen sind. Setzen wir das also am Mittwoch fort, 19 Uhr. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz die Partner erwähnen, die da am Mittwoch mit dabei sind. Als Organisatoren das Pilecki-Institut, das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaft in Berlin, die Botschaft der Republik Polen in Wien, das Polnische Institut Berlin, Filiale Leipzig, auch da sind wir selbst, Entschuldigung, und das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen. Wir werden also transatlantisch und die Botschaft der Republik Litauen. Also das ist ein ganz, wie soll ich sagen, offener Kreis und ich erwarte doch da sehr fruchtbare Diskussionen über diese Zeit, womit vielleicht auch nochmal ermöglicht wird, das Thema ja breiter zu denken und neue Gesichtspunkte daraus zu gewinnen. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Man sagt normalerweise, kommen Sie gut nach Hause. Und normalerweise sagt man auch am Ausgang, erwartet Sie ein großes Buffet. Im Moment halten wir es so, dass der Wein noch etwas reifen darf. Wir hoffen auf bessere Zeiten, dass wir uns dann alle wiedersehen und nach dem Vortrag beim Wein die ungestellten Fragen erörtern. Bis dahin bleiben Sie gesund und wir freuen uns schon mal auf Mittwoch. Herzliche Grüße, ganz vielen Dank nochmal an Igor Konkolewski.
auch an die Technik Agnieszka Sawatzka vom CPH Pan in Berlin, die das möglich gemacht hat. Und einen wunderschönen 3. Mai. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Wiedersehen. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce.